Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Das Alien Chapter ist gestern im PTB live gegangen, Leute, und wir haben natürlich direkt erstmal einen Blick reingeworfen, vielleicht auch ein paar Blicke mehr. Und ich wollte einfach jetzt mal mit euch hier wieder gemeinsam die Talente anschauen. Ich werde auf jeden Fall auch noch eine Runde mit dem Alien hinten ranhängen. Wir haben gestern doch ein bisschen was gezockt und ich muss sagen, es macht bisher mega Laune. Aber lasst uns einfach mal eben kurz in die Fähigkeiten reingehen und schauen, was denn Alien mit an Talenten bringt. Als erstes haben wir die stürmische Brutalität. Du kannst keinen Blutrausch mehr halten. Wenn du einen Überlebenden mit einem Grundangriff triffst, erhältst du 5% Eile für 10 Sekunden. Eile erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Killers. Also, auf gut Deutsch gesagt, wir haben einfach keinen Bloodrush mehr. Das heißt, egal wie lange wir einen Survivor schon jagen, wir werden nicht automatisch schneller. Aber dafür, wenn wir den Grundangriff nutzen, sind wir halt eben für 10 Sekunden danach dann um 5% schneller. Ist auf manchen Killern relativ nice. Auf M1-Killern, glaube ich, vor allem kann das ziemlich geil sein, wenn du eh immer mit dem Grundangriff triffst, dass du dann halt eben deine Eile bekommst, dafür dann halt eben Blutrausch weg. Das heißt, ab und an musst du vielleicht auch mal eine Palette wegnehmen, die du, wenn du Bloodlust hättest, vielleicht nicht wegnehmen hättest müssen. Kann aber ganz nice sein in den richtigen Fällen. Kann man bestimmt auch nochmal ganz nett kombinieren mit anderen Dingen. Beim Xenomorph, muss ich sagen, habe ich das Ding auch mal gespielt, aber hat mir nicht ganz so gut gefallen, aufgrund seiner Fähigkeit, zu der wir nachher dann ja auch nochmal kommen werden. Dann erkläre ich vielleicht nochmal ein bisschen genauer. Ich würde sagen, wir schauen uns die zweite Fähigkeit an. Und die zweite Fähigkeit ist Alien Instinct. Dieses Talent wird aktiviert, wenn du einen Überlebenden fest hakst. Du siehst die Aura des am weitest entfernten Überlebenden, der verletzt ist, wohlgemerkt, für 5 Sekunden und dieser ist für 20 Sekunden ahnungslos. Auch auf jeden Fall ganz nett gemacht, ist so ein bisschen ähnlich wie Barbecue. Du hängst halt jemanden an den Haken ran, siehst allerdings nur eine Person, nämlich die, die verletzt ist und am weitesten von dir entfernt ist. Aber diese Person hat dafür dann für 20 Sekunden ahnungslos Status-Effekt, was bedeutet, dass sie eben dein Terrorradius nicht mehr hören kann. Ist auf jeden Fall auch ganz nett. Ich persönlich habe gesagt, dass ich Barbecue trotzdem irgendwie ein bisschen geiler finde und ich nehme Barbecue ja schon selten mit. Liegt halt einfach daran, bei Barbecue und Chili siehst du halt alle drei Personen, kannst vielleicht nochmal sehen, dass die jetzt gerade am Generator irgendwo arbeiten und lieber den Gen-Progress ein bisschen aufhalten. Das hier, Alien Instinct, ist dann natürlich ganz nice. Du siehst eine verletzte Person. Das heißt, du musst natürlich irgendwie auch erstmal die Leute immer wieder verletzt halten. Die dürfen sich in der Zwischenzeit nicht hochheilen, weil du musst ja erstmal quasi eine verletzte Person irgendwo rumrennen haben, eine zweite Down bekommen. In der Zwischenzeit passiert es ja dann doch oft, dass die verletzten Personen alle schon hochgeheilt sind. Könnte ich mir aber gut vorstellen auf zum Beispiel Kotzi oder so, wenn manche Leute sich so denken, ja, ich heile mich nicht und dann zack, hängst du die nächste Person auf, siehst direkt, wo der verletzte Survivor ist, rennst hin, klatscht den um, nächster Haken und dann so richtig schön Domino-mäßig fallen sie alle, weil sie sich halt alle nicht hochgeheilt haben. Ansonsten, ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so genutzt wird. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Ich kann das immer so schwer einschätzen mit diesem Ahnungslos und so, ob das die Leute dann wirklich sehr krass beeinträchtigt. Man hört den Killer ja dann immer noch ein bisschen. Kommen wir einfach mal zu der dritten Fähigkeit, Leute, die ultimative Waffe. Wenn du einen Schließschrank öffnest, wird dieses Talent für 30 Sekunden aktiviert. Überlebende, die deinen Terrorradius betreten, schreien, enthüllen ihre Position und leiden 30 Sekunden lang unter Erblindung. Dieses Talent hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Also, Erblindung steht ja hier auch nochmal extra, ne? Die Überlebenden können keine Auren mehr sehen. Kann auf jeden Fall ganz nice sein. Und ich glaube, die Fähigkeit, die kann sich auch ganz gut spielen auf Sachen wie Trickster oder halt auch eben die Jägerin. Dredge vielleicht auch noch. Könnte man mal überlegen, ob das irgendwie ein bisschen was bringen könnte. Ist auf jeden Fall ganz, ganz lustig gemacht. Ultimative Waffe. Hast ein bisschen Infofähigkeiten, ist natürlich nie verkehrt, wenn man Informationen darüber hat, wo die Survivor sich aufhalten. Ich bin irgendwie selbst nicht so der Fan von Erblindungseffekten, weil ich selten irgendwie was nehme als Survivor, wo Erblindung mir dann wirklich schaden würde. Und wenn du jemanden dann aufhängst an den Haken, dann schreit er ja noch und die Personen sehen sowieso, wo er aufgehangen wird. Okay, sie sehen nicht, wo genau er hängt dann, aber sie können durch den Schrei dann trotzdem immerhin so wissen, in welche Richtung es zumindest ungefähr geht. Ja, also alle Fähigkeiten, ja, kann man bestimmt irgendwie was, was ganz Nettes mit drumherum bauen. Ich könnte mir vorstellen, dass stürmische Brutalität vielleicht auf ein, zwei Killern ganz gerne mal gespielt wird. Ansonsten Alien Instinct vielleicht auch nochmal. Darkness Reveals gibt es natürlich auch noch. Ich hatte das beides auch mal kombiniert in einer Runde. Vielleicht lade ich die nochmal hoch. Ist halt, dann siehst du zum einen ja, wo die Leute sich aufhalten erstmal und wenn du dann hingehst, achso, warte, ich habe mich vertan, ultimative Waffe meine ich natürlich gerade, sorry, ich hatte ultimative Waffe mal kombiniert mit Darkness Reveals,
Und ist ganz nice, du siehst halt, wo die Leute sind, gehst in die Richtung, wenn sie dann in den Terrorradius reinkommen, dann fangen sie an zu schreien und du hast nochmal dann eine genauere Positionierung quasi, als die, die schon ein paar Sekunden alt ist. Ist auf jeden Fall ganz nice gewesen und ja, Alien Instinct, schwierig. Ich bin mal gespannt, Leute, ich bin mal gespannt, ob wir das häufiger sehen werden. Wie gesagt, ich könnte mir auf Kotzi halt vorstellen. Oder ja, generell, wenn die Leute sich nicht ganz so viel heilen. Ansonsten, viele Leute haben eh Medikit dabei inzwischen. Und ja, ich glaube, es triggert irgendwie zu selten, als dass es dir was bringt. Und dann musst du manchmal dich ja noch um deine Gens kümmern. Vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch eingesetzt. Keine Ahnung, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal ein bisschen mit Alien Instinct gespielt habt. Falls ihr auch auf dem PTB seid, geht ja nur auf Steam. Die Fähigkeit vom Xenomorph, Leute. Gehen wir auch nochmal ein bisschen durch. Also, wenn der Xenomorph in einer Prüfung ist, stehen ihm eine Reihe von Tunneln zur Verfügung. Wenn er auf eine Kontrollstation zugreift, kann er diese Tunnel betreten, um sich schnell auf der Karte fortzubewegen, Überlebende in der Nähe zu spüren und die Abklingzeit seines Laufmodus zu verkürzen. Beim Verlassen einer Kontrollstation werden eingesetzte Geschütze kurz deaktiviert und nahe Überlebende vom Killerinstinkt erfasst. Jetzt Spezialfähigkeit Laufmodus. Der Xenomorph verfällt automatisch in den Laufmodus, wenn sich dieser nicht in Abklingzeit befindet. Im Laufmodus bewegt sich der Xenomorph auf vier Beinen fort und ist besser getarnt, wodurch sich sein Terrorradius verringert. Im Laufmodus kann der Xenomorph auch seinen brutalen Schwanzangriff ausführen. Die besondere Kartenfunktion Kontrollstation. 7 Kontrollstationen sind auf der Karte verteilt. Überlebende können mit diesen Stationen interagieren, um ein ferngesteuertes Flammengeschütz zu erhalten. Der Xenomorph hingegen kann den Kontrollstationen die unterirdischen Tunnel betreten und verlassen. Spezialgegenstand, ferngesteuertes Flammengeschütz. Flammengeschütze können auf der Karte platziert werden, um den Xenomorph etwas entgegenzusetzen. Wenn der Xenomorph den Radius und das Sichtfeld eines Geschützes betritt, greift dieses an. Dieser Angriff lässt den Xenomorph taumeln und kann den Laufmodus beenden. Wenn ein Geschütz den Laufmodus des Xenomorphs beendet oder zu lange feuert, überhitzt es und muss von einem Überlebenden repariert werden. Der Xenomorph kann Geschütze angreifen, um diese zu zerstören. Wenn du ein Geschütz trägst, kannst du nicht entdeckt werden, solange der Killer in einem Tunnel ist. Also, diese ferngesteuerten Dinger sind ganz nice, weil wenn du die aufbaust, piepen die auch so. Ich weiß nicht, wer von euch die Alien-Filme gesehen hat. Wer sie nicht gesehen hat, schaut die euch auf jeden Fall an. Zumindest die ersten 2, 3. Meinetwegen auch die ganze Quad-Trilogie, aber ich finde, die ersten beiden sind halt sehr, sehr nice. Da gibt es halt auch so ein Gerät, wo sie es dann so in der Hand halten und dann piept das so die ganze Zeit. Dieses Piepen gibt es jetzt quasi auch bei diesen Flammengeschützen. Das heißt, du kriegst so ein bisschen mit, wenn sich das Alien nähert. Und kannst dann schon mal ein bisschen Auge machen, wo das Viech wohl herkommt. Zu dem Schwanzangriff haben sie jetzt hier gar nicht mehr großartig was gesagt. Der Schwanzangriff, man kann ihn sich ähnlich vorstellen wie die Peitsche, die Nemesis hat. Ich glaube, dass die Reichweite ein bisschen weiter ist. Du kannst allerdings damit keine Paletten oder sowas zerstören. Und ich glaube, dieser Schwanzangriff ist von der Breite her auch nicht ganz so breit wie der Angriff, den du mit Nemesis machen kannst. Alles in allem auf jeden Fall finde ich das Ding eigentlich ziemlich nice, weil du kannst damit auch, wenn jemand voltet oder über eine Palette rübergeht, ihn treffen. Das heißt, man muss noch mal ein bisschen mehr überlegen in der Verfolgungsjagd, ob der Alien jetzt dich gleich mit der Schwanzattacke angreifen wird oder nicht. Den Laufmodus, den sieht man auch relativ gut, dann ist er halt so gebückt auf dem Boden, geht auf allen Vieren, krabbelt da so lang. Ziemlich nice gemacht, muss ich sagen. Was ich auch richtig nice finde, dass halt dieser Laufmodus einfach so passiv quasi irgendwann aktiviert wird. Und die Survivor aber mit diesen Geschützen dann auch eine echt gute Möglichkeit haben, die strategisch zu platzieren und dann, wenn sie gejagt werden, halt eben schnell zu diesen Geschützen rennen, um dem Schwanzangriff halt eben zu deaktivieren, weil den kannst du ja nur im Laufmodus benutzen und wenn der Laufmodus halt aktiviert ist, Feuer kommt, Alien Aua, Alien schreit, kein Schwanzangriff mehr. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ich muss generell sagen, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass der Killer relativ gut gebalanced ist. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Vielleicht bei Wesker, obwohl bei Wesker die Hitboxen ja noch relativ merkwürdig waren, gerade auf dem PDB, da haben sie ja noch mal ein bisschen was geschraubt. Aber bei dem Alien habe ich echt das Gefühl, dass sie es ganz gut hinbekommen haben. Es fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal wieder in die Kommentare. Ich bin immer gespannt, was andere Leute natürlich dazu sagen. Aber für mich persönlich fühlte sich das Alien-Chapter mit dem Xenomorph jetzt halt relativ gut gebalanced an. Auch, dass die Survivor halt eben diese Möglichkeit haben, ein bisschen strategisch die Flammengeschütze zu platzieren, um dann halt eben die Fähigkeit des Killers nochmal zu delayen oder halt eben erstmal zu deaktivieren. Ansonsten kommen wir einfach zu Ellen Ripley, Leute. Ellen Ripley ist nämlich die Survivorin, die jetzt mit in das Chapter reingekommen ist. Und ja, sie sieht nicht aus wie Sigourney Weaver. Wahrscheinlich haben sie einfach nur sich die Lizenz generell
von dem Alien Chapter geholt. Sie, ja, sie ist halt schon so, ne, von vom Aussehen her ähnlich, so die Haare, der Overall ist, glaube ich, auch relativ, ja, wenn nicht sogar gut dran an dem aus dem ersten Alien Film, aber das Gesicht passt halt nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Schauspielerin halt einfach entweder nicht ihr okay gegeben hat oder sie vielleicht sie gar nicht gefragt haben. Ich glaube, nächstes Jahr kommt auch irgendwie ein neuer Alien Film. Ich habe keine Ahnung, ob es wird ja wahrscheinlich kein Reboot sein, aber ja, dementsprechend haben wir hier halt eben dann die Ellen Ripley nicht mit dem Gesicht von Sigourney Weaver und wir können uns auch hier, zack, nochmal die drei Fähigkeiten anschauen. Zum einen haben wir die chemische Falle. Nachdem du 50% Fortschritt an einem beliebigen Generator gesammelt hast, wird dieses Talent aktiviert. Wenn du neben einer umgestoßenen Palette stehst, kannst du die Taste für die aktive Fähigkeit 2 drücken, um eine Falle anzubringen, die 120 Sekunden lang aktiv bleibt. Die Auren von Paletten, die mit einer Falle versehen wurden, werden allen Überlebenden gelb angezeigt. Wenn der Killer die umgestoßene Palette zerstört, explodiert die Falle und er wird für 4 Sekunden um 50% verlangsamt. Und ich habe gerade was gehört, Leute, das muss ich euch zeigen. Schaut euch bitte an. Man kann jetzt eine Katze streicheln, zumindest hier in der Lobby. Und die Katze ist übrigens auch auf der Map zu finden, auf der Nostramos-Map, die jetzt auch mit ins Spiel reingekommen ist. Müsste ich, glaube ich, auch ein Video haben. Also die nächsten Tage haue ich auf jeden Fall ein paar Videos hoch, wo wir eben dann die ganzen neuen Sachen uns so ein bisschen anschauen. Aber ich wollte euch erstmal so eine kleine Zusammenfassung hier dann um die Ohren schmeißen, wie ihr das ja eigentlich immer gewohnt seid. Also chemische Falle auf jeden Fall ganz nice. 2 Minuten aktiv. Alle anderen Survivor können auch sehen, welche Falle du halt dann eben, welche Palette du eben mit einer Falle versehen hast und können dann, wenn sie gerade in der Jagd sind, natürlich auch zu der Falle rennen. Plot Twist, der Killer sieht diese chemische Falle, die ist auch relativ groß, kann man theoretisch eigentlich gar nicht übersehen, ist aber ganz nice, wenn ein Killer halt eben Paletten vielleicht nicht zerstören will, gerade auch, wenn du halt eben die Fähigkeit jetzt dabei hast, die mit dem Alien reingekommen ist, dass du kein Bloodlust mehr bekommst, dann kann das natürlich ziemlich mies sein, weil du irgendwann an den Punkt kommst, wo du die Palette wahrscheinlich zerstören musst, du sonst die ganzen 2 Minuten dort an der Palette festhängst. Was sogar auch funktioniert, du schmeißt eine Palette um, stunst den Killer und du hast genügend Zeit, während der gestunt ist, die Falle ranzupacken. Ja, das heißt, sagen wir mal, du bist bei der Shack oder sowas, wo der Killer ja auf jeden Fall die Palette wegnehmen muss, der wird dich sonst niemals bekommen, hast du einfach dann nochmal ein bisschen was an Vorsprung quasi rausgeholt. Wenn man es so sieht, für 4 Sekunden ist er um 50% verlangsamt, könnte man ja so sagen, er bleibt 2 Sekunden länger an der Palette stehen. Also ganz, ganz grob gerechnet, ja, ist es quasi so, als würde er 2 Sekunden an der Palette stehen bleiben, und rennt mit seiner normalen Geschwindigkeit dann los. So, ne, Pi mal Daumen, damit man ungefähr einschätzen kann, wie viel das ist. Das klingt immer relativ wenig, aber nochmal 2 Sekunden länger in der Verfolgungsjagd zu haben, kann halt eben dann genügend Vorsprung sein, dass du an die nächste Palette nochmal safe rankommst und so weiter und so fort. Oder dass der Killer sich vielleicht sogar sagt, nö, keine Lust mehr. Ja, kann man auf jeden Fall auch ganz gut kombinieren mit anderen Fähigkeiten. Zum Beispiel, wenn du Superhit dabei hast, kann es bestimmt auch ganz nice sein, obwohl dann rennst du ja erstmal von der Palette weg. Na gut, ist aber auch geil, ne? Stunst den Killer, rennst erstmal richtig weit weg, so er denkt sich, ja komm, scheiß drauf, ich mach weiter hier in der Verfolgungsjagd, zack, krieg die nächste Palette ab, du packst chemische Falle ran, wieder ordentlich Zeit verloren, also ja, ist auf jeden Fall auch wieder ganz nice to have. Kommen wir zur zweiten Sache, Behände, und da haben wir auch nochmal Jonesy heißt sie, glaube ich, die Katze. Wenn du gesund bist, wird dieses Talent aktiviert. Deine Schritte beim Laufen sind lautlos. Dieses Talent hat eine Abklingzeit von 20 Sekunden, nachdem du eine übereilte Aktion ausgeführt hast. Also, solange wir nicht verletzt sind, machen wir keine Geräusche beim Laufen. Was eigentlich ziemlich nice sein kann, kann man auch wieder ganz nett kombinieren mit anderen Dingen, wo man eh schon so ein bisschen leiser unterwegs ist. Oder wenn man irgendwie Taschenlampen safe machen will. Es gibt ja auch dieses Play mit der Fähigkeit, die mit Talita, glaube ich, reingekommen ist, mit Hintergrundspieler. War das Talita oder war das der Bruder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es ja dieses, wenn jemand aufgesammelt wird, dass du dann ein bisschen schneller läufst. Und wenn du dann noch mit Behände ankommst, kann der Killer vielleicht gar nicht hören, aus welcher Richtung du kommst. Du machst Taschenlampen safe, alle Leute freuen sich und haben sich lieb, Killer disconnected. Man kennt's, ja. Also Behände, auch eine nette Fähigkeit, die wieder so eine kleine Nische füllt, vielleicht, wenn das irgendwie ins Setup reinpasst. Und ich habe auch schon ein paar Mal natürlich mitbekommen, dass Leute gerade auf höheren MMRs hören, wenn sich Leute bewegen. Oder ja, was auch allein schon nice ist, so Sprintboost, du rennst weg oder was. Der Killer kommt hinterher und er kann halt gar nicht hören und damit auch nicht nachvollziehen, ob du dann, wenn du irgendwo links, rechts wegrennst, hinter eine Mauer,
Na, können die Killer ja, wenn sie geübt sind, schon deine Fußschritte hören. Ist halt dann hiermit nicht mehr der Fall. Ansonsten, Glücksstern kommt auch noch mit rein. Wenn du dich in einem Schließschrank versteckst, wird dieses Talent aktiviert. Du hinterlässt für 10 Sekunden keine Blutpfützen und gibst keine Schmerzenslaute von dir. Wenn du einen Schließschrank verlässt, siehst du 10 Sekunden lang die Auren von anderen Überlebenden und die des nächsten Generators in Gelb. Dieses Talent hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Also, Glücksstern auch wieder eine Fähigkeit. Ich finde irgendwie so, alle drei kann man irgendwie ganz nice kombinieren. Ich glaube nicht, dass irgendwas jetzt krass in die Meta reinkommen wird von den Dingern. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie hier und da auf jeden Fall mal eben ein Setup dann ein bisschen verfeinern. Hier auch ganz nice, zum Beispiel, ich habe das mal mit dem Frontal-Setup gespielt, ja, hier Frontal, Täuschung, schnell und leise. Und wenn du dann in den Schließschrank reinspringst und schon verletzt bist, dann hört der Killer das nicht mehr ganz so gut und du machst keine Geräusche mehr, lässt kein Blut mehr liegen, wenn du rausgehst. Dann siehst du auch noch, wo deine Mates sind, kannst dich hochheilen lassen, wenn es vielleicht geklappt hat, all so eine Geschichten. Also auch ganz lustig gewesen. Vielleicht sollte ich mal statt Täuschung, das wäre auch mal interessant. Ich überlege gerade. Ja, obwohl Täuschung ist halt auch lustig, ne? Aber wenn man schnell und leise, frontal, Glücksstern und elterliche Fürsorge, ne, geht das überhaupt? Frontal und elterliche Fürsorge passen, glaube ich, nicht zusammen, ne? Ich hatte das irgendwann auch mal gespielt, bis mir aufgefallen ist, dass du immer nur eins aktivieren kannst, weil das andere, na gut, und frontal bräuchtest du, ne, ich glaube, oder, warte mal ganz kurz, ich will mal eben kurz schauen. Wir können ja inzwischen hier, ne, okay, da brauche ich gar keinen, stimmt, elterliche Fürsorge wäre eine Möglichkeit. Ah, ihr seht, ich habe das Setup hier gespielt, dann kann ich aber mit Täuschung halt nicht mehr verarschen. Das heißt, theoretisch könnte man das mal so ausprobieren, du springst während der Verfolgungsjagd in den Schrank rein. Obwohl das ja das Gleiche theoretisch macht, ne? Wenn ich einen Killer betäube, Kratzspuren, Blutpfützen, Schmerzenslaute für 7 Sekunden und Glücksstern. Ja, nö, dann würde ich elterliche Fürsorge doch weglassen. Weil zum einen hat das hier ein bisschen länger. 10 Sekunden. Na gut, du musst natürlich auch noch schnell genug wieder raus, aber durch Frontal sollte das eigentlich kein Problem sein. Das Einzige ist halt, der Killer weiß, wo du lang gehst. Die Kratzspuren gehen hier noch weg, das passiert hier nicht. Dafür hast du hier dann die Möglichkeit, zum anderen Mate zu gehen. Und der kann nochmal einen für dich tanken. Oder du gehst zum nächsten Gen, wenn es geklappt hat. Ja. Also, wie gesagt, alles in allem. Ich glaube, dass keine der Fähigkeiten, die jetzt mit reingekommen ist, so richtig heftig gut ist. Also so S-Tier-mäßig, jeder will es spielen, ne? Oder dass man es häufig sieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier und da auf jeden Fall mal ein oder anderes Setup dann so ein bisschen was verfeinert. Leute. Das war so der kleine Überblick. Ich würde sagen, wir ballern auf jeden Fall noch eine Runde mit dem Alien, damit ihr nochmal diese Schwanzmechanik sehen könnt. Ich habe auf jeden Fall ein paar Runden aufgenommen. Auf Survivor-Seite war es tatsächlich diesmal ein bisschen schwierig, weil viele Leute, ihr kennt das ja selber, ne, auf dem PDB nicht ganz so ernsthaft spielen. Hast immer mal wieder hier und da DCs, du hast hier und da mal wieder Leute, die natürlich Dinge ausprobieren wollen, vielleicht auch einfach ein bisschen Quatsch machen wollen, wenn es nicht ganz so ernst ist. Alles in allem, wie gesagt, mir hat das Chapter bisher echt mega Laune gemacht. Ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich persönlich mag die Alien-Lizenz auch. Ich muss sagen, der ganze erste Alien-Film ist auch mit einer so meiner Top 10 Lieblingsfilme, würde ich sagen. Ich habe jetzt keine Reihenfolge im Kopf, ehrlich gesagt, aber ich, ja, vielleicht sogar Top 5 oder so. Also ich mag die auf jeden Fall echt gerne. Und ich finde auch, dass sie die Map echt gut hinbekommen haben. Sie haben da wirklich viele, viele Easter Eggs versteckt drauf. Und auch hier und da mal den ein oder anderen Jumpscare. Also alles in allem echt cool. Ich würde sagen, wir gehen ins Gameplay rein, Leute. Und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Wie hat euch das Chapter bisher gefallen? Was sagt ihr zu den Fähigkeiten? Was sagt ihr zu Jonesy? Und wenn man sich übrigens hier so dreht, dann kann man sehen, wie Jonesy einfach nur so 2 Meter weit rennt und dann irgendwann despawnt. ja, ansonsten, wie gesagt, Leute, lasst uns auf jeden Fall ins Gameplay reingehen. Warte, oh, da steht er noch. lasst uns ins Gameplay reingehen und viel Spaß. So, wir starten auf jeden Fall Macmillan, Leute. Die Survivor haben gesprochen und gesagt, ach ja, Macmillan ist schon eine sehr schöne Map. Oh, 2 Leute starten da direkt, das ist ja wild. Wow. Okay, die Clodia. Interessanter Laufweg, muss ich sagen. Moin. Oh! Okay, Clodia muss jetzt eigentlich die Scheckpalette ziehen. Yes, macht sie auch.
hatte sie eigentlich jetzt auch nicht wirklich die Wahl. Ach, der gerade, da hockte noch jemand. Jetzt Schwanzattacke, Leute. Da ist sie. Okay, ich glaube, die hat das erste Mal gegen den gespielt. Die hat da nicht mitgerechnet, glaube ich, dass sie da den Schlag auf die Fresse bekommt. Ah, soll mir recht sein. Heisenberg ist es. Das ist natürlich die Frage, ob die da hinten... Es ist auch schon wieder so, guck mal, drei von den Dingern sind so nah beieinander. Naja gut, machst du nichts. Okay, ich habe irgendwie erwartet, dass der Jenny schon ein bisschen was weiter ist, wenn ich ehrlich bin. Oh. Ja, die haben wir. Jetzt sehe ich gleich natürlich nur die eine, die am Haken gewesen ist. Mein Pop ist natürlich dann auch irgendwie jetzt ein bisschen wasted. Ein bisschen ärgerlich. Oh. Interessant, dass sie das hier hingepackt haben. War da links gerade jemand? Ne. Vorne. Moin. Gehen wir erstmal einen auf den Nacken. Das sind natürlich zwei Leute direkt hier. Oh, schade. Ja, komm, ich meine, dass das jetzt nicht zweimal funktioniert. Das hat sie jetzt ernsthaft erwartet. Frechheit. So, wir hängen die Person auf. Interessanterweise, ich meine, ich habe jetzt zwei Pops habe ich gewastet quasi, ne? Jetzt habe ich gerade überhaupt niemanden gesehen, obwohl ich die aufgehängt habe. Komisch. Ah, lass hier mal rein. Hör ich? Oh, okay. Oh mein Gott, die wird einfach gesenkt. Das ist wild. Frech ist das. So, wir gehen direkt hinterher. Oh, die springt halt wirklich durch. Ist mit Daddy, predicted mich einfach komplett. Nice. Boah. Entweder bin ich zu dumm oder sie ist zu gut. Ah, ist noch jemand. Dann wechsle ich auf jeden Fall. Es kann nur besser werden. Darf natürlich nicht vergessen, ich bekomme halt auch keinen Bloodlust, ne? Wegen der Fähigkeit, die ich habe. Schade. Schade! Gibt's doch nicht! Links. Ist er hocken geblieben? Scheint so. Waren alle Geschütze an einer Stelle? Wir haben einen Hit bekommen. Ist da noch jemand, ne? Geil.
Ey, schönes Ding. So, jetzt bekomme ich vor allem noch mal jemanden angezeigt. Da hinten. Ah, und da ist die Klödia. Dann gehe ich erstmal weiter. Ich bekomme jetzt auch den Jagdmodus rein. Und da ist sogar... dann poppen wir hier einmal. Weil die nicht verletzte Person habe ich ja auch gerade gesehen. Nice. Ja, da. Ah ne, das ist eine verletzte Person. Schön. Aufsammeln, Haken. Und dann poppen wir da einfach nochmal, würde ich sagen. Jetzt mach ich kaputt. Hier wird gepoppt. Und dann würde ich, glaube ich, da gerne hin. Weil da jetzt gerettet wird. Und ich habe ja noch einen Mori offen, Leute. Das will ich euch natürlich zeigen. Da ist jemand. Sekunde. Dann gehe ich hier raus. Da. Lol. Einfach jemand direkt neben mir. Die arme Ripley. Okay, ich habe Mori dabei. Das heißt, ich werde mal ein bisschen hier hingehen, dass ihr es schön sehen könnt, Leute. Und dann für alle Leute, die es Mori noch nicht kennen, genießt den Scheiß, das hohe Gras. Aber wir heben den ja gleich hoch. Mag das Mori. Ist schon nice. Okay, hier hinten waren ja eben auf jeden Fall ein paar. Kann ich eigentlich... Nö. Okay, muss man ja mal testen. Klödia. Was hat die denn für eine Fähigkeit, dass die schon wieder so schnell läuft, Alter? Oh, man muss mal ausprobieren, ne? Muss ja einen Sprint-Boost haben eigentlich. Ja, das Mori kommt halt wirklich gut nach dem Film. Haben sie wirklich gut gemacht. Ich verstehe das nicht. Ich komme auch gar nicht so richtig an die ran. Ich meine, ja, okay, ich habe keine Bloodlust. Aber gefühlt, gefühlt treffe ich immer die falsche Entscheidung bei der. Als ob die so mein Erzfeind will. Leider niemand verletzt, ne? Das heißt, da bringt die Fähigkeit jetzt wieder nichts, die ich habe. Ne, da hinten würde ich gerne hin eigentlich. Ich würde einmal kurz abchecken, wie es mit den Gens hier bestellt ist. Der eine wurde fertig gemacht, aber was mit dem hier? Relativ nicht weit. Oh, der ist weit. Mal hier raus. Ah, scheiße. Das da wäre sogar noch mal näher gewesen. So, da kommt jemand. Ist mir aber eigentlich egal. Weil die eine Person doch bestimmt hinläuft, oder? Ja, da, die Mac. Ging die Mac überhaupt schon mal? Ah, die Mac dreht um. Finde ich gut. Die Übersicht verloren, wer hing und wer nicht. Da kommt jemand angerannt. Dann holen wir uns den jetzt. Wow. Die Klödia. Na gut, jetzt sind die nur zu zweit. Dadurch ist die Runde jetzt eigentlich auch schon wieder gelaufen. Welche Distanz kann ich denn hier mit... Ich verstehe das gar nicht, warum baut die denn immer alles hier an die eine Position? Ich bin mir nicht sicher, welchen tieferen Sinn sie damit verfolgt, dass sie alles da immer hinholen, an eine Stelle. Das macht mir ja keinen Schaden oder so. Naja, okay. Sind die Perks gut?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin halt sehr gespannt auf die eine Sache, wo du halt keinen Bloodlust mehr hast, wie das so sich spielen wird. Aber ansonsten schon ein bisschen situationsabhängig immer alles. Bei dem einen siehst du halt den Survivor, den verletzten Survivor, der am weitesten weg ist, und dann hört er dich auch nicht mehr, aber ja, keine Ahnung. Schwer einzuschätzen, ob sich das alles lohnt. Guck mal, hier sind so drei einfach nebeneinander, ist halt auch wieder komplett dumm. In diesem einen Gebiet der Map kannst du theoretisch einfach gar nichts machen. Okay, die Mac hilft leider nicht. Oh, okay, die Mac hilft doch. Aber im allerletzten Moment, ne? Ich meine, ist halt lustig so, wenn du die Leute mal erschrecken kannst, aber ich glaube, da ist halt Barbecue cooler, weil dann siehst du alle Leute. Der Jen ist noch zurückgesetzt. Oh, nice. Ist da sogar die Mac? Dann gehe ich mal auf sie, oder? Na gut, wenn du dich schon so anbietest, dann nehme ich auch dich gerne. Kein Problem. Ah, man sieht die wirklich. Interessant. Wenig mit gerechnet. Ich glaube, das ist aber kein Problem, die rauszunehmen. Oh, sie blendet. Das war dumm. Wieso ist sie denn nicht weggerannt? Schade für sie quasi. Sie hatte ja jetzt 4 Sekunden. Oh, der Schwanz hat ihn wieder hier geholt, den Survivor. Finde ich gut. Dann snippeln wir uns einfach der nächste Mori, die Mac, einfach wieder mal hier gar nicht am Haken gehabt. Das ist halt unsere große Liebe, ne? Können wir nicht übers Herz bringen. Da platziert sie das Ding extra schon, hat Vorsprung und wastet den dann einfach komplett, indem sie stehen bleibt, um mich zu blenden. Na. Oh, was? Also manchmal ist die Hitbox echt komisch. Dann mache ich so, weil dann kriege ich meinen Boost. Miau. Das wäre mein Trade-off gewesen für die Fähigkeit, die ich habe. Okay. Aber einen Haken. Und dann freuen wir uns über die Runde. Also die Klöder war mein Erzrivale. Keine Ahnung, ob ich einfach nur zu blöd war. Oder woran es hier Lesion hat, man weiß es nicht. Das fragt man sich hinterher immer, ne? Aber gefühlt immer, egal was ich gemacht habe, die hat genau das Richtige gemacht. Und als ich das dann, als ich irgendwann schon mir so dachte, ach scheiß drauf, ist sie mir einfach in die Arme gerannt. Keine Ahnung. GG. Ah, lustig. Ich bin aber noch nicht so überzeugt von der einen Fähigkeit, wo du die verletzte Person siehst. Weiß ich nicht. Irgendwie. Ich fühle das noch nicht so ganz. Die soll ich aufschreiben, sagst du? Mach ich. Hier stehen noch Sachen. Weiß ich nicht, ob ich die schon rübergepackt habe oder wann habe ich denn das letzte Mal DBD gespielt? Ich muss auch nochmal die Videos von der LAN mir anschauen. Das soll es dann auch gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, dass ihr einen guten Einblick bekommen habt, so erstmal in die Spielweise auf jeden Fall vom Xenomorph schon mal. Wir ballern auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal hier und da eine weitere Runde. Ich bin sehr gespannt, was ihr so sagt, wie euch das Chapter bisher gefallen hat. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Kommentare, über ein Like. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.